Ja, moin und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir, Leute. Und ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen in den letzten Tagen, was hier in Loot Lake passiert ist. Es hat sich ja komplett verändert. Die ganzen Bagger haben sich ja zu diesem Ort hier begeben und es ist etwas sehr, sehr Krasses passiert. Ich habe darüber nicht berichtet, weil ich nicht wusste, was hier passiert ist und ich wollte nicht irgendein Random-Video machen. Aber jetzt habe ich so einige News, einige Infos, die ich euch in diesem Video erzählen werde. Bleibt aber bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen, Leute. Ansonsten bleiben noch Fragen offen und ihr denkt euch dann, hä, was ist denn das und wieso kommt das und dies und das? Leute, ich kläre euch alles hier in diesem Video hier auf. Auf jeden Fall würde ich sagen, lasst jetzt schon mal ein Abo, dann natürlich auch die Glocke aktivieren und natürlich meinen Creator-Code im Gegenstandshop eingeben, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Jetzt schauen wir mal direkt rein ins Video. Viel Spaß! Ja, ihr habt es ja gehört, in Loot Lake ist ein riesengroßes Event passiert oder zumindest mit dem Update kam das neue hier. Ihr seht es hier, hier sind so verschiedene Stufen, also 1, 2, 3, 4, 5 und da sind halt Löcher darunter. Man kann da zwar nicht rein, also irgendwas soll da sein, es ist komplett hart, also man kann da nicht mal gegenschlagen oder irgendwas kaputt hauen und es ist richtig massives Stahl wahrscheinlich. So, und jetzt denkt ihr euch natürlich, ja okay, aber was soll das Ganze? Wenn wir von oben rauf gucken, kommt uns das ein bisschen bekannt vor. Wir hatten schon mal einen Reaktor hier drüben, also wo war das hier irgendwo? Irgendwo hier drüben hatten wir mal einen Reaktor und hier war ja die Raketenstation. Was hatten wir schon? Wir hatten nochmal das Würfel-Event mit der Insel in Loot Lake. Also Loot Lake hat schon wirklich einiges mitgemacht und Loot Lake, die haben schon gut gelitten, muss man sagen. Und Loot Lake hat jetzt ein neues Update und zwar seht ihr das Ganze hier und ihr könnt ja dieses Emblem, sage ich mal, hier sehen. Das erhebt sich von unten und dann sieht man hier eine Rune. Ich blende euch mal im Hintergrund ein Gameplay ein, denn Epic Games hat das aus Versehen schon vorher gemacht. Also es kam schon vorher eine Rune raus und man konnte sie schon vorher sehen. Das war ein Fehler, hat Epic Games aber wieder behoben und wieder rausgenommen. Also hier nochmal das Gameplay, ich glaube von dem Twitter-User Fort Tory. Ja, ein richtig geiler Leaker, der Typ ist echt sehr mies, muss ich sagen, also sehr zuverlässig. Und ihr könnt hier verschiedene Runen sehen. Die verschiedenen Runen wurden sogar auch schon in den Gamefiles gefunden. Die zeige ich euch natürlich jetzt auch nochmal im Hintergrund. Die hat eine Twitter-Seite namens GillyGag gefunden. Ich kenne die Seite nicht, aber viele Leaker haben das Ganze geteilt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch stimmen wird. Ja, was das Ganze jetzt direkt ist, kann man noch gar nicht sagen. Epic Games hat auf jeden Fall etwas geplant. Und es gab wieder einige Gamefiles, die gefunden wurden, die mit Schnee sozusagen zu tun haben. Ja, wie gesagt, ihr habt das Loot Lake Event gesehen, es hat schon einiges mitgemacht, Loot Lake, also die haben wirklich, wirklich krass gelitten. Und wie gesagt, es wurden schon einige Sachen in den Gamefights gefunden und Loot Lake soll sich auf jeden Fall in Zukunft verändern. Das Ganze wurde als, also dieses Emblem hier, sage ich mal, wurde als Snow-Datei sozusagen gespeichert und es kann sein, dass das Ganze hier mit dem Schneegebiet zu tun hat. Das haben wir ja schon seit der letzten Season, also in der letzten Season bekommen. Diese Season ist das Ganze geblieben und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der nächsten Season verschwinden wird. Ich meine, wir kriegen jetzt langsam Sommer, wir gehen Richtung Juni zu, also da ist ja der Sommeranfang am 21. Also, by the way, mein Geburtstag. Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Runen sich hier alle erheben werden. Wir haben nämlich genau passend 5 Runen gefunden und wenn die dann oben sind, wird hier in der Mitte etwas passieren. Das Ganze geht hier auf, zeige ich euch auch nochmal als Gameplay und dann ist da unten so eine weiße Wolke. Diese weiße Wolke oder dieses, ja, ich sag mal weiße Wolke, das ist so eine andere Seite, sage ich mal. Ich würde mal sagen, das ist der Himmel. Den kennen wir ja schon aus der Season 7 zur 8, wenn ich mich nicht täusche. Nee, in der Season 7 war das, glaube ich, dieses Loot Lake Event mit diesen Felsen. Da konnte man ja sehen, dass man dann sozusagen so am Schweben war und da irgendwelche Schmetterlinge waren. Und das war ja auch ein richtig krasses Event. Genau das gleiche ist es auch. Und ich bin ziemlich sicher, dass Epic Games da etwas sehr Heftiges geplant hat, was in Zukunft auf uns auf jeden Fall zukommen wird. Sobald die ersten Runen draußen sind, werde ich dazu natürlich ein Video machen und euch das auf dem Laufenden halten. Das ist wieder mal ein Event, was mich wirklich sehr, sehr catcht und ich mal richtig Bock habe, darüber zu berichten. Also wenn ihr auch Bock darauf habt und nichts verpassen möchtet, dann lasst gerne mal ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr weitere Ideen habt, wenn ihr wisst, was verschiedene Dinge bedeuten, denn ich bin ja auch nicht immer zu 100% auf dem neuesten Stand. Manchmal verpasse ich irgendwas oder manchmal sehe ich etwas nicht. Das ist menschlich, Leute, da braucht ihr mich nicht für haten, das ist ganz, ganz normal. Ihr wisst ja auch nicht alles, natürlich weiß ich auch nicht alles, aber es würde mich natürlich freuen, wenn ihr Dinge mir schreiben würdet, die ihr schon gelesen habt irgendwo oder wisst oder irgendwo gehört habt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, war es von diesem Video. Lasst gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo dalassen. Ansonsten, natürlich
natürlich meinen Creator-Code im Gegenstandshop eingeben. Meta-8 ist auch komplett kostenlos. Könnt ihr natürlich auch im Gegenstandshop eingeben. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.